Nochmal, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Star Wars The Old Republic. Wir stehen jetzt hier unten und machen jetzt mal die Klassenstory mal weiter. Mal rein in die Stube. Okay. Öffne die Rettungskapsel. So, wo ist die denn? Ach, da vorne. Da, gut. Aber erstmal muss ich hier die Dudis. Die Dudis hier platt machen. Niemand verletzt meine Freunde. Wir befinden uns im Krieg. Wir können uns Feinden gegenüber keine Nettigkeiten erlauben. Gut, dann wollen wir mal das ganze Jahr arbeiten. So, den Bonus nehme ich natürlich nochmal mit. Hier haben wir genau 15 Gegner reingestellt und nicht ein einziges mehr. Zurück! Dann retten wir jetzt gleich mal den Felix aus der Kapsel und dann wollen wir mal gucken, was dann kommt. Nehmt euch einen Moment Zeit, euch zu erholen. Ihr lebt. Ich hätte wissen müssen, dass euch nichts zustößt. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Wir sind so schnell gekommen, wie wir konnten. Hier, die komplette taktische Datenbank eines imperialen Schlachtschiffs. Sicher geborgen. Mir wäre sehr unwohl, wenn ich ohne Grund riskiert hätte, euch zu verlieren. Ich habe euch doch gesagt, dass wir es schaffen würden. Ich wünschte, tut mir leid, wir werden später reden müssen. Eine der Dateien ist beschädigt, vielleicht mit Absicht. Holiday muss sie reparieren, bevor wir sie weitergeben. Gibt es einen sicheren Ort, wo wir die Datei reparieren können? Der Ton ist gestört, aber ich habe etwas gehört. Es könnte um den Erstgeborenen gehen. Ein Freund, Captain Dryzen, hat eine sichere Position. Ich weiß nicht, ob ich mithalten kann. Ich bin doch noch ziemlich angeschlagen. Vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, um euch unsere neuen Freunde vorzustellen. Macht aber keinen Druck, wenn das seine Wunden verschlimmert. Noch mehr dunkle, enge Räume?
Aber wenn es am anderen Ende ein Coltopack gibt, bin ich dabei. Wir sehen uns im Versteck. Okay. Ist klar. So, dann gehen wir es mal hier hin. Von hier aus fahren wir dann rüber hier hin. Na, komm schon. Warte mal. Wir hatten uns schon gefragt, ob ihr es zurückschafft. Schön, dass ihr das Imperium nicht mitgebracht habt. Die Selonianer haben es zum Rotlichtsektor geschafft. Die Imperialen waren durch euren Angriff zu zerstreut, um sie aufzuhalten. Goss hilft ihrem Sept, sich dort einzurichten. Ich habe euch noch gar nicht richtig gedankt. Ich hoffe, niemand von euch hat durch die Gefangenschaft bleibende Schäden davongetragen. Das Imperium hat Coronet City in ein Schlachtfeld verwandelt. Die wenigen Stunden als Gefangener waren nichts dagegen. Eure Taten haben euch mehr als einen Verbündeten eingebracht. Goss ließ ihre Leute bestätigen, dass die selonianischen Tunnel unterhalb von Coronet Shipping verlaufen. Die Selonianer wurden vom Imperium aus den Tunneln vertrieben. Aber viele Raubtiere sind später dorthin gezogen. Ihr müsst vorsichtig sein. Wenn die Imperialen von den Tunneln wissen, wissen sie dann nicht auch, dass ich komme? Sie wissen, dass sie leer und gefährlich sind. Sie haben keine Ahnung, wohin die Tunnel überall führen. Solange ihr da unten seid, könntet ihr ein paar dieser Raubtiere ausschalten. Die Selonianer wollen ihr Zuhause sicher irgendwann zurück. In den Tunneln umgeht ihr die Schocktrupps. Aber ihr Kommandant, Captain Granta, wird dort sein. Unterschätzt ihn nicht. Was mache ich, sobald ich drin bin? Ihr findet die Neutronenemitter draußen, wo es irgendwo eine freie Schussbahn auf das Bahnsystem gibt. Dieser Stift bringt euch an den imperialen Sicherheitsmaßnahmen vorbei. Die Neutronenemitter stören portable Kommgeräte. Wenn ihr drin seid, kontaktiert mich über das System von Coronet Shipping. Okay, warte mal, was haben wir denn jetzt hier mal so Feines? Das dann kann weg. Gut, der Rest kann auch nicht alles weg. So, warte mal. Ja, und jetzt mal wieder hoch zu der anderen Station, aber Schnellreise dahin gibt's nicht. Donnerwerft, ne. So, da ist hier hoch. Ja.
Ah, ihr seid zurück. Die Selonianer haben euer Crewmitglied vor einer Weile hergebracht. Der Captain hat mich zusammengeflickt. Zum Glück sind diese Rettungskapseln robust gebaut. Diese Datei könnte uns helfen, einen der Drahtzieher dieses Krieges zu erwischen. Alle Achtung! Falls ihr unseren Holotransmitter braucht, um das zu prüfen, dann nur zu. Oh je, irgendwer hat diese Datei in ein einziges Chaos verwandelt. Falls sie Informationen über den Erstgeborenen enthält, sind die vollkommen durcheinander. Oh, die Jedi-Archive. Dort werden doch ständig alte Dateien wiederhergestellt. Wenn ich dort hinein könnte, könnte ich das Problem im Handumdrehen beheben. Nur der Rat der Jedi kann einen solchen Zugriff erlauben. Ich sende eine Anfrage an den Rat der Jedi. Ach, es geht euch gut. Die Berichte von den Kämpfen auf Corellia sind schrecklich. Allerdings, die Wächterhorte müssen überwacht und die Truppen organisiert werden. Und ihr wollt Zugriff auf die Jedi-Archive? Jetzt sofort? Diese Datei bezieht sich direkt auf die Kinder des Imperators und ihren Anführer. Wenn das so ist, so sei euch der vollständige Zugriff gewährt. Wiederherstellung läuft. Fertig. Die Datei ist... Sie ist... Oh, Jedi. Das müsst ihr euch ansehen. Sofort! Zu riskant. Meine Vorgesetzten glauben immer noch, das Imperium würde seine Schulden vergessen. Die Kinder des Imperators werden sie daran erinnern. Wenn die Republik fällt, werde ich dafür sorgen, dass die korallianische Regierung für ihre Hilfe angemessen entlohnt wird. Aber wir haben noch nie von einem Erstgeborenen gehört. Woher sollen wir wissen, ob ihr wirklich so mächtig seid, wie ihr behauptet? Wir sind uns schon einmal begegnet, Sekretär. Auf Coruscant. Zweifelt ihr immer noch daran, dass ich alles tun kann, was ich will? Ach, du Scheiße. Ich kann nicht glauben, was ich da sehe. Was haben wir getan? Kontaktiert Sio. Schnell! Ah, ihr seid da. Eure Truppen landen gerade. Die Wächterhorte halten gut Stand. Die Schlacht könnte sich noch zu unseren Gunsten wenden. Zu unseren Gunsten? Ihr meint wohl zugunsten des Imperators. Er ist es doch, dem ihr wirklich dient, oder nicht, Erstgeborener? Wir haben eine Übertragung gesehen, bei der ihr als Erstgeborener mit einem korellianischen Politiker spracht. Sio, bitte. Sagt, dass das nicht wahr ist. Ich fürchte, das kann er nicht. Sio kann jetzt nur noch schweigen und zusehen. Das Schicksal hat mich vor eine Herausforderung gestellt. Ich hatte auf mehr Zeit gehofft. Aber jedes Wesen muss sich entweder anpassen oder sterben. Lasst Sio Bakan sofort frei. Er ist für euch nicht mehr erreichbar, Jedi. Er befindet sich dort, wo auch ich zuvor verweilen musste. Ihr wart so freundlich, mir die Wächterhorte anzuvertrauen. Ich habe sie wiederum meinen Brüdern und Schwestern anvertraut. Lebt wohl, Jarek, Satil und danke. Wir haben keine Verbindung mehr zu den Wächterhorten. Unsere Truppen, ihre Anführer. Wenn er die Wächterhorte besetzt, kann er auch Coronel City einnehmen. Das ist der Zweck der Horte. Corellia ist verloren. Wenn wir uns der Verzweiflung hingeben, können wir nur versagen. Wenn wir kämpfen, siegen wir vielleicht. Ihr habt recht. Wir müssen handeln. Wir müssen sicherstellen, dass die Wächterhorte nicht in der Hand unseres Feindes liegen. Wenn sie gefallen sind, sind eure Truppen unsere beste Hoffnung, um sie zurückzuerobern.
Wir werden euch nicht im Stich lassen, Meisterin Satil. Wächterhort 6. Eine Läuferfabrik liegt am nächsten. Die Einheit von General Aves könnte euch hinbringen. Vorbei am imperialen Widerstand. Ich werde unsere Verbündeten bitten, uns dort zu treffen, Jedi. Wächterhort 6 muss gerettet werden. Wenn Sion, wenn der Erstgeborene bereits zugeschlagen hat, seid ihr unsere letzte Hoffnung. Jedi, wir waren auf dem Weg zu Wächterhort 6, der Läuferfabrik, als wir einen Notruf empfangen haben. Es sieht schlecht aus. Wächterhort 6 wurde vom Feind eingenommen, offenbar von innen. Und andere Wächterhorte sind auch gefallen. Wenn jemand um Hilfe ruft, muss es Überlebende geben. Offenbar konnten ein paar Soldaten aus dem Kampf entkommen. Sie haben ein kleines Lager errichtet. Wir könnten euch dort treffen und eine Strategie ausarbeiten. Informiert die Soldaten, dass sie mit Verstärkung rechnen können. Ich bin nicht ganz sicher, ob sie darüber erfreut wären. Wir haben versucht, mit dem Befehlshabenden in Kontakt zu treten, aber er macht es schwierig. Könntet ihr euch beeilen? Klar beeile ich mich im nächsten Part. Ich beende jetzt hier diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und sagt, das Ding soll wieder dabei. Bye, bye.